So, Herrschaft, und bei mir ist jetzt die wunderbare Nova Meyer Henrich. Schön, dass du da bist. Hallo. Wie nah bist du dran an dem Traum, den du mal von deinem Leben hattest, als du ein kleines Mädchen warst? Als kleines Mädchen wollte ich unter anderem Tierärztin werden und dann wollte ich eine große Koryphäe in der Werbebranche werden. Ich glaube, ich bin ein bisschen davon abgerückt. Aber das ist nicht unbedingt schlecht, weil ich würde sagen, ich darf meinen Traum leben. Mit allen Höhen und Tiefen. Und ich glaube, das hat aber jeder Traum und jeder Traumberuf an sich, dass jeder Tag auch mal wieder eine neue Herausforderung ist. Aber ich möchte im Moment nicht tauschen. Also ich glaube, ich bin schon an einem Ort in meinem Leben, wo ich mich gerade sehr wohlfühle und wo ich sage, ich bin glücklich. Und das ist doch schön. Wir machen natürlich Berufe und Dinge, die viele Leute gerne machen würden. Und das soll jetzt auch gar kein Jammern auf hohem Niveau sein. Es ist aber natürlich so, dass man gewisse Abstriche auch in seinem Leben machen muss und Situationen aushalten muss, die jemand eben nicht hat, der diesen Beruf nicht kennt und nicht in dem Beruf arbeitet. Gibt es bei dir spezielle Dinge, die du sagst, das sind die ganz großen Pferdefüße? Ja, dass man sich sehr für dein Privatleben interessiert und auch für nicht so schöne Dinge in deinem Privatleben oder in deinem Leben, dass da auf einmal ein öffentliches Auge drauf schaut und dass vor allen Dingen Menschen von außen, die man eigentlich gar nicht kennt, meinen, sie müssen darüber urteilen. Also, dass du über dich lesen musst und dass andere Menschen eigentlich meinen, sie dürften darüber urteilen, ob du gerade Dinge richtig machst, falsch machst, glücklich verliebt bist, schlecht verliebt bist, dich gerade getrennt hast, wenn du Kummer hast, nochmal drin rumbohren und so. Das sind schon Sachen, die muss man aushalten. Und das ist, glaube ich, finde ich, für mich ein großer Pferdefuß. Ich würde mir manchmal wünschen, den Beruf einfach machen zu dürfen und das vielleicht ein bisschen mehr trennen zu können vom Privatleben. Ich versuche es so gut es geht und ich finde, ich mache das auch ganz ordentlich, aber man hat es nicht immer selbst in der Hand. Wie ist es dann vor dem Hintergrund für dich gewesen, als sich die Boulevardpresse, vor allen Dingen die vor ein paar Jahren auf eine Sache gestürzt hat, die noch nicht mal dich persönlich betrifft, sondern deine Familie? Es war furchtbar schlimm. Also vor dem Hintergrund, also es ging um den Tod meines Vaters und er war zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr tot und war vorher viele, viele Jahre krank gewesen und ich habe das immer geschafft, aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, um einfach auch meine Familie zu schützen, weil meine Familie hat sich nicht ausgesucht, welchen Beruf ich habe. Und als dann mein Vater gestorben ist, war ich gerade in Dreharbeiten in München und wir waren eine Woche vor Veröffentlichung eines neuen riesengroßen Projektes und unsere Presseabteilung hat uns jeden Tag genervt mit, hey, wir brauchen irgendeine Geschichte, wir müssen irgendwas PR machen und so. Und das hat keiner mitgekriegt und ich habe gelitten wirklich wie ein Hund. Ich bin morgens zum Dreh, ich habe von dem Tod meines Vaters erfahren und musste morgens am Dreh stehen. Es hat nochmal über eine Woche gedauert, bis ich überhaupt nach Hause fahren durfte. Ich habe jeden Tag da irgendwie 10 Stunden vor der Kamera gestanden in der Hauptrolle beim ZDF und die haben mich zwischendurch zwar immer neu schminken müssen, weil ich einfach wirklich auch zusammengebrochen bin und trotzdem habe ich es geschafft, es rauszuhalten. Und wenn dann ein Jahr später das Telefon klingelt und jemand sagt, hey, wir haben rausgefunden, das und das ist passiert und entweder du redest mit uns oder wir schreiben es ohne dich, dann ist das ein Schlag in die Magenkuhle. Dann denkst du wirklich, du fällst vom Glauben ab, du möchtest das Telefon in die Ecke schmeißen und du fragst auch erstmal, warum? Das ist doch gar nicht, also was hat denn jetzt bitte mein Vater mit der Öffentlichkeit zu tun und warum müsst ihr das denn schreiben? Also lasst es doch einfach. Und da war ich echt hilflos, das erste Mal auch richtig, weil die Situation hatte ich in der Art vorher noch nicht und ich habe nichts tun können dagegen. Ich konnte mir nur überlegen, ob ich irgendwie kooperiere oder ob ich es über mich ergehen lasse. Dann hätte ich aber gar keine Kontrolle gehabt, was geschrieben wird. Und dann habe ich mich ganz schweren Herzens, ich habe mit meiner Mutter besprochen zuerst und ganz schweren Herzens dann entschieden, was dazu zu sagen. Und wurde eine Titelgeschichte draus und so hingestellt, als ob ich die Zeitung angerufen hätte, um zu erzählen, was bei mir so los ist. Und das war furchtbar für mich, echt wirklich. Also man fühlt sich so komplett hilflos und denkt mir so, warum tut ihr das? Das ist doch, hilft doch gerade keinem. Also um es auf den Punkt zu bringen, man hat dich erpresst. Als dann der Artikel erschienen ist, hattest du beim Lesen das Gefühl, dass es eine gute Entscheidung war, dann da mitzumachen zu einem gewissen Punkt? Haben die dann so geschrieben, wie du dir das dann in dem Fall erhofft, wer zu viel gesagt hat? Aber also sie haben geschrieben, was ich gesagt habe auf der einen Seite, aber sie haben es leider ein bisschen so aussehen lassen, so nach dem Motto, uns erzählt sie die Geschichte, als ob ich aktiv dieses Thema an die Öffentlichkeit hätte bringen wollen. Und da war ich unfassbar sauer drüber, weil das
wäre das Entfernteste von mir gewesen, was ich hätte tun wollen. Und sie haben vor allen Dingen, was mich sehr geärgert hat, ein Foto von meinem Vater gedruckt, obwohl sie mir hoch und heilig versprochen haben, das nicht zu tun. Und mittlerweile ist es ja so, dass im Internet alles kommentierbar ist. Sprich, unter diesen Artikeln stehen dann so Sachen, hatte die Schlampe endlich mal wieder Presse, die wird auch noch ihre tote Großmutter verkaufen, um in die Medien zu kommen. Und mit sowas musst du dann leben. Mhm. Und das ist dann, und wenn du selbst überhaupt nicht derjenige warst, der sich das ausgesucht hat und du sitzt davor und ja, man sollte das nicht lesen, aber du tust es automatisch, du tust es einfach, weil das ein Thema ist, was dich in dem Moment wahnsinnig beschäftigt. Und das war wirklich eine ganz schlimme Zeit. Das war wirklich richtig schlimm. Hatte diese Situation irgendwas Gutes, diese Flucht nach vorne, dieses drüber reden müssen in Bezug auf das zu verarbeiten, was geschehen ist für dich? In dem Moment muss ich ehrlich gesagt sagen, noch nicht, weil es nicht mein aktiver Wunsch war und ich eigentlich auch noch gar nicht so weit war, dass ich darüber reden wollte oder konnte. Also ja, im engsten Kreis, aber nicht größer. Ich habe dann ein Jahr später die Entscheidung aktiv gefällt, dass ich in eine Sendung gegangen bin bei Beckmann, der eine monothematische Sendung gemacht hat zum Thema Depressionen und Suizid. Und sehr, sehr lange Vorgespräche mit denen geführt und die hatten auch oft vorher angefragt, aber ich war einfach nicht so weit. Und ein Jahr später, also 2 Jahre nach dem Tod meines Vaters, habe ich gesagt, okay, wir machen das. Und das war ein Rahmen, wo ich sagen muss, da war das Thema gut aufgehoben. Das war wirklich ein sehr gutes Gespräch. Und nach dieser Sendung habe ich in der Nacht noch, ich weiß nicht, über 1000 E-Mails bekommen, glaube ich, von Betroffenen, von Müttern, Vätern, Eltern, Kindern, Großeltern mit allerlei Geschichten, die sie mir geschrieben haben. Kinder, die mir gesagt haben, hey, jetzt verstehe ich meine Mutter besser, ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Oder auch Betroffene, die gesagt haben, oh Mann, jetzt weiß ich, wie meine Kinder sich fühlen müssen. Ich muss da was ändern, ich muss einen anderen Zugang finden oder so. Aber alles positiv, also wirklich in der Nacht, mein Postfach stand nicht mehr still und ich konnte auch gar nicht allen antworten natürlich, aber danach wusste ich, es ist richtig gewesen, darüber zu sprechen. Und das hat mir in dem Moment auch sehr geholfen, weil zum einen war es irgendwie raus, zum anderen hatte ich die Chance, meine Geschichte zu erzählen, auch wirklich so, wie ich sie empfunden habe, ohne es verfälscht wurde, ohne dass es anders geschrieben wurde. Das war, glaube ich, das war für mich ein guter Schritt. Und es war auch, glaube ich, nach außen ein guter Schritt, weil ich gemerkt habe, dass es vielen Menschen was bedeutet hat, die gesagt haben, das ist so gut zu wissen, dass man nicht alleine mit dieser Geschichte dasteht, dass es Menschen gibt, die in derselben Situation sind. Und das habe ich da auch begriffen, dass das auch vielleicht auch manchmal anderen hilft, indem man selbst seine Geschichte erzählt. War es, weil du auch zu der Zeit, als dein Vater so krank war, weil ihr in der Familie das Gefühl von so einer gewissen Machtlosigkeit hattet und auch überhaupt nicht so wirklich wusstet, wie geht ihr damit um, was kann man denn überhaupt machen? Absolut, also ich glaube, Machtlosigkeit ist das Wort, was wirklich das alles eigentlich überschattet und überdeckt, weil wenn man jemanden hat in seinem engsten Umfeld, der so schwer krank ist und das über viele, viele Jahre, dann versucht man natürlich alles zu tun, alles. Also man streckt die Hände und Fühler nach Hilfe aus und versucht alles, also von ambulanten Therapien, stationären Therapien, alles, was man sich vorstellen kann, wird versucht. Und wenn du dann trotzdem merkst, dass derjenige dir entgleitet, dann ist es eine unfassbare Hilflosigkeit, die sich breit macht, weil du denkst immer nur so, was kann ich noch tun? Was bleibt mir noch? Es kann doch nicht sein, dass alles, was ich tue, nicht ausreicht, dass diese Person hier bleiben will oder bei uns bleibt. Und gerade in der letzten Phase habe ich einfach einen sehr, sehr intensiven Kontakt zu meinem Vater gehabt. Und das ist ja dann auch, diese Krankheit verändert ja auch Menschen extremst. Also man darf auch wirklich zum Schluss nicht mehr viel, also das werden auch Dinge gesagt, die 5 Jahre vorher nie so gesagt worden wären, aber diese Krankheit verändert Menschen auch extrem. Und ich musste mir immer wieder einreden, das ist nicht mehr die Person, die zu mir spricht, die praktisch dein über alles geliebter Vater war, der wirklich alles für seine Kinder getan hat. Man ist unfassbar hilflos und bei mir war dann halt auch die Reaktion, dass ich wirklich auch so dachte, bin ich eine schlechte Tochter? Ich muss das doch hinkriegen, ich muss ihn doch so sehr lieben, dass er hier bleiben will. Und das ist, wenn das nicht klappt, dann denkt man einfach erstmal, man hat komplett versagt, auf ganzer Linie, obwohl man eigentlich vom Kopf her weiß, du hast alles getan und du konntest auch nicht mehr tun. Aber das sind halt echt so 2 Gewalten, die in dir so miteinander kämpfen. Zum einen zu wissen, dass du nichts hast tun können und zum anderen dieses Gefühl, du hättest aber müssen.
Und ja, das ist sehr belastend gewesen. Und das hat mich damals auch wirklich über bestimmte Strecke von 1,5 Jahren auch komplett aus meinem Umfeld rausgerissen, weil ich mich nur noch darauf konzentriert habe und nur noch, ich habe all meine Kraft gebraucht, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu versuchen, zu helfen, dass ich selbst gar nicht gemerkt habe, dass ich in eine Situation gerutscht bin, wo ich selbst auch Hilfe gebraucht habe. Mhm. Das ist so ein Teufelskreis und auch das weiß man, wenn man sich jahrelang mit dieser Krankheit beschäftigt, dass das passieren kann und du denkst immer, ja, ich nicht, ich weiß ja alles darüber. Das ist Bullshit. Das ist echt Bullshit. Und wenn man so ein Kontrollmensch ist wie ich, der immer alles so im Griff hat und alles macht und sowieso auf eigenen Beinen steht, seit er, weiß ich nicht, 18 ist und alles, dann ist das wirklich, das ist eine Erfahrung, dass du, egal wie gut du Bescheid weißt, einfach genauso wie jeder andere da reinrutschen kannst. Das hattest du im Hinterkopf auch immer so ein bisschen davor die Angst? Und es ist ja auch erwiesen, dass es da eine erbliche Veranlagung gibt, dass es dich ähnlich wie deinen Vater treffen könnte? Ich habe in den Zeiten gemerkt, dass ich da definitiv anfällig für bin, weil ich bin da definitiv extremst reingerutscht. Und ich muss sagen, ich hatte damals das Glück, dass ich wirklich eine Freundin hatte, die das erkannt hat. Und die erkannt hat, dass ich in meinem Umfeld einfach auch einen vorlüge. Also man tendiert dazu, ich habe nach außen super, genau wie du sagst, super funktioniert. Ich habe gelacht, ich habe meine Jobs gemacht, bin jeden Tag zur Arbeit gefahren. Das hat wirklich niemand mitgekriegt. Aber ich habe privat mich immer weiter zurückgezogen. Mhm. Und ich habe angefangen, meinen Freunden Lügen zu erzählen. Die wollten, dass ich mit denen ausgehe. Und ich so, ich bin gar nicht da und ich muss arbeiten und so. Ich habe in eine Wolldecke gewickelt, auf meiner Couch gesessen und die Wand angestarrt. Weil ich überhaupt nicht mehr die Kraft hatte oder die Energie hatte, irgendwie da rauszugehen und irgendjemand zu erklären, was mit mir los war. Ich wollte auch niemandem erklären, was mit mir los war. Aber natürlich ist das so eine Spirale und du rutschst da immer mehr rein. Und ich hatte zum Glück wirklich eine enge Freundin, die das erkannt hat und die so lange mich auf den Pott gesetzt hat und mir wirklich auch gesagt hat, du machst dir und uns einen vor, du lügst, das stimmt nicht, dir geht's scheiße und du musst das jetzt einfach mal einsehen, dass es dir scheiße geht. Und die hat dafür gesorgt, dass ich mir Hilfe geholt habe. Und ohne sie hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Und das vor dem Hintergrund, dass ich schon 18 Jahre das alles begleite, alles über die Krankheit wusste und wirklich definitiv der festen Meinung war, dass mich das nicht treffen kann. Und das ist schon Schock. Hast du daraus jetzt mitgenommen, dass es wichtig ist, in die Offensive zu gehen, wenn man sowas persönlich erlebt hat, dass man das kommuniziert, dass man offen drüber redet, weil du sagst, du hast tausende von E-Mails bekommen. Mhm. Hat man dann eine Aufgabe als prominente Person, dass man so ein Thema auf den Schirm bringt? Es ist schwierig, weil für mich ist es auch einfach noch unfassbar schwierig, über das Thema zu reden. Und ich werde so oft gefragt, ob ich das möchte und ob ich darüber reden will und Interviews geben will. Und ich sage eigentlich 99% der Zeit nein. Und das ist jetzt eine richtig große Ausnahme hier, weil ich einfach finde, der Rahmen stimmt und der Verein, der das hier alles ins Leben gerufen hat, hat sich einfach auch zur Aufgabe gemacht, das zu enttabuisieren, dieses Thema, was einfach unfassbar wichtig ist. Und ja, das sehe ich genauso. Man muss es enttabuisieren, weil meine Erfahrung auch, nur wenn man darüber redet, kann einem auch geholfen werden. Und man muss einfach auch sensibel dafür sein, auch in seinem Umfeld. Und ich glaube, jeder von uns hat in seinem Umfeld auch Menschen, wo er vielleicht den Verdacht hat, dass es dem vielleicht gerade auch nicht so richtig gut gehen könnte oder dass der gerade in einem Loch steckt oder so. Und nur wenn man auch offensiv auf diese Menschen zugeht, weil man keine Angst davor hat, dann kann man viel helfen, dann kann man viel machen. Aber dafür muss es aus dieser Tabu-Ecke rauskommen. Also man muss drüber reden, man darf keine Angst vor dem Thema haben. Ist ein gutes Stichwort. Hast du für dich das Gefühl, dass alles, was passiert ist, komplett verarbeitet zu haben? Oder gibt es da unterschwellig noch eine Angst, die deine eigene Gesundheit oder die von dir nahestehenden Menschen betrifft? Verarbeitet habe ich das bestimmt alles noch nicht. Und ich glaube, das wird auch noch echt lange dauern, weil ich glaube, jemanden in seinem Leben zu verlieren, der einem so nahe steht, egal auf welcher Art, das ist immer ein Prozess und der dauert einfach. Und es wird immer besser. Und es wird auch immer leichter. Aber ich glaube, das wird einen ein Leben lang begleiten. Und ich glaube, es werden auch immer weiter noch irgendwann die Gedanken aufpoppen. Und das tun sie auch noch. Vielleicht hätte ich doch noch was machen können. Oder vielleicht hätte ich an irgendeiner Stelle anders handeln müssen, anders handeln können. Oder hätte ich es nur eher erkannt. Oder wie auch immer, diese Gedanken, ich glaube, die werden auch mein Leben begleiten. Das ist auch einfach so. Oder das Leben eines jeden Angehörigen. Aber es wird einfacher und es wird leichter und
Wir reden sehr offen in der Familie darüber. Wir reden ganz viel über meinen Vater und wir lachen sehr viel, wenn wir über ihn reden, weil wir uns an die schönen Sachen erinnern. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, also für mich ein sehr guter Weg, damit umzugehen, sich an schöne Sachen zu erinnern, positiv zu sein. Und das hilft mir. Ist es so, dass, also ich meine, jeder Fall, jedes Schicksal ist individuell anders, aber gibt es trotzdem einen Rat, eine Empfehlung, die du jemandem geben könntest, in dessen Familie das auftaucht, dass jemand krank wird, wie man damit umgeht? Das ist so schwer, weil das auch, also ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man versucht, Zugang zu der Person zu kriegen. Weil leider ein Symptom von Depressionen ist ja auch, dass man erstmal selber, wenn man betroffen ist, das überhaupt nicht einsieht, dass man überhaupt krank ist. Und das ist erstmal ganz schön schwer, weil auch eine Therapie und all das kann nur greifen, wenn derjenige wirklich auch einsieht, dass er Hilfe braucht, weil sonst landet das von der Wand. Also du kannst ja niemanden zwingen, sich Hilfe zu holen, wenn derjenige nicht dafür offen ist, dann wird diese Hilfe nicht zu ihm durchdringen. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, wenn man denkt, dass jemand ein Problem hat und dass man denkt, derjenige ist gerade auf so einem Weg in so ein Loch, dass man auch das Gespräch sucht und dass man halt versucht, denjenigen wirklich auch nicht entwischen zu lassen und ihm aber auch klarzumachen, dass es nicht etwas ist, was derjenige mit sich selbst ausmachen muss, sondern dass er Hilfe kriegen kann. Und das ist manchmal aber ein echt langer Prozess. Also das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Manche Leute sind sehr offen dafür, für Hilfe anzunehmen. Manche nehmen total schwer Hilfe an, weil sie einfach vom Wesen her so sind, dass sie sich eh schon schwer tun, Hilfe anzunehmen. Da so eine Standardaussage zu machen, ist echt wahnsinnig schwierig. Möchte ich auch gar nicht wagen, ehrlich gesagt. Aber reden ist immer gut. Ja, insofern sind wir sehr, sehr dankbar, dass du mit uns geredet hast über das Thema. Obwohl es dir nicht leicht fällt, danke. Ja, gerne.